So, hallo zusammen. Ich denke, ich mache heute mal wieder einen Vlog. Ich habe schon länger keinen Vlog mehr gemacht. Ich will eigentlich nicht, dass der wegfällt, weil für die einen, vor allem die, die mich kennen, ist der vielleicht noch ein bisschen interessant, obwohl es immer wieder das Gleiche ist. Gestern hatte ich Schule und dort war Räumung von unserer Informatikbibliothek. Also Räumung sind einfach irgendwie 20 Bücher, 30 Bücher ausgestaubt. Und dann habe ich da hoffe man sieht es, habe ich mitgenommen. Fundamentals of Computer Graphics. Und ich habe ein bisschen drin rumgelesen, das ist gut erklärt und es entspricht halt dem Inhalt ein bisschen von Visual Computing, den ich habe. Mindestens von der ersten Hälfte von der Vorlesung. Und heute habe ich, zum heutigen Tag, ich am Morgen habe ich gelernt, ABC habe ich repetiert. Und ja, das ist, ich habe eine gute Zusammenfassung gefunden im Internet, die ich jetzt ein bisschen anschaue, aber sonst ja, ist es ein bisschen schwierig. Mal schauen, wie denn da rauskommt. Apropos rauskommen, es ist dann heute ist die Note rausgekommen von der Prüfung, die ich hatte. Also die Prüfung, ich habe eine 50 ist benotet worden. Und dort hatte ich einen 5,49. Das ist sehr gut, das habe ich nicht erwartet so gut. Die erste Aufgabe habe ich ziemlich schlecht gemacht, dort habe ich 5 von 20 Punkten geholt. Und der Rest war ziemlich gut gewesen. Ja, das hat mich sehr gefreut, das war so ein kleiner Aufsteller vom Tag. Und auch verglichen mit anderen bin ich ziemlich gut gewesen. Ich kenne erst zwei, die besser sind wie ich. Ja. Und nachher haben wir eine Vorlesung gehabt. Visual Computing am Morgen. Da haben wir eine Einführung gehabt in den Graphics-Teil von der Vorlesung. Und Graphics ist einfach immer, wenn irgendetwas dargestellt wird im Computer. Also in der ersten Hälfte, im Visual-Teil, ist mehr, wie wird ein Bild gespeichert, wie kann man es darstellen, wie kann man es verändern, aber immer die Daten. Wie es nachher dargestellt wird, ist nicht wichtig. Es ist einfach so, wir haben halt so eine Viereck und an jedem Ort haben wir halt eine andere Farbe. Und da ist es, und dann kannst du halt verschiedene Sachen machen, da verschwimmen lassen, da schärfen, was auch immer. Und jetzt ist Graphics und da geht es darum, wie stellen wir den da dar. Es geht vor allem um 3D-Sachen. Also wenn ich ein 3D-Modell habe von etwas, wie entscheide ich, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Also wenn ich irgendwie einen Würfel habe, dann habe ich hier die Daten, habe ich alle 6 Flächen vom Würfel. Und jetzt ist die Frage, von wo soll der Computer wissen, dass er die hinten dran nicht soll darstellen, zum Beispiel. Das wäre ein einfaches Beispiel von so Sachen. Und da kommt dann das ganze Shader, also Schattenwurf, Beleuchtung und all das Zeug gehört genau dort hin. Ja. Das haben wir gehabt. Dann am Mittag hatte ich APC-Vorlesung gehabt. Das ist dort, dort habe ich dann noch die Prüfung zurückbekommen. Und ja, der ist ein bisschen langweiliger. Also ich finde, der Wälzl, wo wir jetzt haben, dort macht es ein bisschen langweiliger wie die Frau Steger. Ja. Ist halt so. Wenn ich mich damit abfinde, aber ja. Jetzt, nachher hatte ich noch eine Zwischenstunde gehabt, dort habe ich mit einem Kollegen geredet und ein bisschen über dies und jenes Games und Schach und weiß nicht was.
geredet, Ubuntu, Linux, Zeug. Das war lustig. Und dann haben wir Vorlesung gehabt, Introduction into Cognitive Neuroscience, jeden Dienstagabend. Da ist ja auch langweilig gewesen. Ja, ist eigentlich ein langweiliger Tag. Die Morgenvorlesung war auch fantastisch gewesen. Ja, ja, aber jetzt ist es vorbei. Und jetzt habe ich den Vlog aufgenommen. Mal schauen, vielleicht nehme ich noch mal ein Video auf. Ja, wir sehen es. Also bis morgen oder bis heute, je nachdem.